Also, wenn ich Wenn der Palutena-Spieler anfängt, auf die drauf zu gehen, hat es gut gemacht. Out-of-Shield-Options? No. This is the thing. So, with Pete, I can do If I'm fast enough, it will catch Callum there. If I'm fast, I can do my beats with that. So I don't know if he can do Upton! How fast is it? Upton. I mean, not Kommentar kurz gucken noch. Sick Inkling, let's go. Flip it. Of course. Aber Frank, was sagst du heute zum Beginn der Brexit? Was ist deine Meinung heute? Ich bin happy, dass hier so viele Beginner am Start sind, dass die alle motiviert sind vor allem. Ganz viele neue Leute, die... 3-2 für dich. Der Comeback. Hat sich davor, dass es doch Best of 5 ist, gell? Heftig. Wenn schon Best of 5 ist, muss ich ja ein bisschen Gas geben. Aber trotzdem... Können der Paintball auf der Offenheit nicht gewinnen. Oh no. Aber cool. Top 8 bekommen mit Jigglypuff. Nicht schlecht. Gegen wen bin ich? Gegen Deadbug. Oh. Ilzor, aber on screen. Aber Ilzor auf jeden Fall on screen spielen. Ja. Genau. Du hast noch nicht einmal eine Ausführung gekehrt. Das muss sein. Deswegen, das muss jetzt. Das ist schon bei mir schon lange her.
Er hat vor allem die Loser durchgezogen, damit die alle mal onstream waren. Ich freue mich, dass ihr das so durchgezogen habt, den Losers. Jetzt haben wir ganz viele neue Gesichter gesehen. Genau. Die Hoffnungen von Berlin, möchte ich sagen. Mm. Die Zukunft von Berlin. The Kids. Also. Okay. Oh, Inkling. Pop is popping off. A bit thicker about that. Okay. Nailed it. Draw a chalkboard. Wait, this is gonna fly. Evolved. I don't know who I played. I played bass guitar. I won 3-1. 3-1. Ooh, Evolved. Win the tournament. Just waiting for a secret match. Like last time, I was here. MK just came out of nowhere. Yeah, guys, these are matches. The time before it was the final, and was his French president. I never saw again. Was ist dieses Glow-up, von dem du redest, Whale? Was ist das? Sorry, Marco. Alles gut. Hast du was gesagt? Nee, nee, Whale hatte gesagt, wir sollen an Werbung für Glow-Up denken. Stimmt, ja. Ich hab's vergessen. Ja, yeah, Glow-Up. Seid ihr dabei? Glow-Up? Es gibt einen Monthly am Wochenende. Ich glaube, es ist ganz am Anfang. Ja, am Samstag. Aber du kannst es auch einfach ohne Stream machen. Habe ich mir gedacht. Weil das ist ja kein Problem, das letzte war ja auch ohne Stream. Ja. Auf jeden Fall Low Effort Stream. Ja. Ich lasse das da. Also. Aber ich muss auch Tion und Rubik spielen. Also, natürlich, bei 30 Leuten. Ja, weil sie so viel waren. Also du hast Danny. Wer ist denn noch alles? Hey, Danny, kannst du mir helfen mit Tion am Samstag? Weil es nur ich ist. So, die ganze Boot-Up-Leute können nicht dabei sein. Und ich brauche Hilfe mit so, wer ein Bracket organisiert. Vielleicht du auch, Hamster, wenn du da bist. Oh, danke dir. Danke dir. Das wäre super. Ich habe ein bisschen. Ich möchte auch mitspielen. Ne? Wenn ich am Spielen bin, wenn jemand da ist, das wäre super. Ich glaube, die ganzen Leute werden sowieso helfen. Ne? Das sind die gleichen Leute wie immer. Ja. Ja, Basti ist auch da. Deswegen super. Basti. Ja. Für wen bin ich? Achso, ich liebe Piranha Plants, aber Pop ist popping off. Weißt du, was ich meine? Ja, beide. Das ist irgendwie besser gestutzen. Just as good the second time. If you got a laugh the first time. Right, you know, just keep on going. I just like love Piranha Plants. I just enjoy Piranha Plants. Right. So ich glaube, es steht sogar 2-0. Ja, ne? Diese Giftwolke. Did you see that? The outrageous. Yeah, the orange plant. I'm gonna save that. Click crazy clip. Oh. Vergessen abzudaten. 1-0 für Pop noch. Are you trained the Palatine Spieler? Uzai. Wir reden von Uzai. Yeah. I think it's pretty good. It's pretty good. But I also think it's good. Hey, Marlon, du bist auch noch hier. Ja, was geht? Ja, was geht? Ich bin nicht nur für meine Freunde da. Ich glaube, mal weiter Commentary, ja. You. Kommst du rein? Lass kurz auf Wasser aufpassen. Back in the day, I made a joke rule. A few times when I get that. And if you hit a game and watch 9 in a bracket, you get So, ich bin back. Ich bin tatsächlich nicht nur für meine Freunde da, sondern... Das hast du gerade schon erwähnt. Ja, aber dir, ja. Ich rede mit dem Stream, okay? Die Welt dreht sich nicht um dich, Marco. Entschuldigung. Also, ja. Weiter geht's mit Commentary. Moabit wieder am Start gegen Pop. Und gerade läuft es ziemlich gut für Pop. Also, der schlägt sich ziemlich gut. Ich wundere mich, gegen wen er verloren hat. Wenn er schon... so dominant ist. Ah, schon fertig. Ah ne, best of 5, oder? Ja. Also, es geht noch weiter. 2-0. Pop.
Lass mich mal schauen. Er hat gegen Grrr verloren, okay. Interessant. Und der ist auch in Top 8. Aber Loser Side auf der anderen Seite. Also mal sehen. Die würden sich, glaube ich, in Loser Semis treffen. Ob man noch einen Charakter hat oder Plan treu bleibt, das wissen wir nicht. Mal schauen. Oh, 2-0. Der hat einfach keine von denen. Was spielst du heute in der? Mega Man. Mega Man ist cool. Ja, aber Mega Man ist cool. Immerhin. Den Vorteil hast du. Was ist mit dir wirklich? Hä? Mega Man ist übelst cool, Alter. Der ist richtig cool. Also an sich ist Mega Man cool, da gebe ich dir recht. In-game ist er auch, der ist so... In-game ist er wirklich... Der ist so technical, Alter. Also der hat so viel Sachen. Dich, du läufst einfach nur mit deinem Leaf-Shit in mich rein und freust dich. Das macht Spaß, ja. Nein, also, nee, das ist aber ganz ehrlich so, den Pro-Spielern zuzugucken mit Mega Man. Also, aber ist das nicht bei allen Pro-Spielern so, dass es Spaß macht, den zuzugucken? Das stimmt schon, aber das Ding ist, Mega Man hat halt so ein riesen Skill-Stealing. Der hat auch so viele interessante Mechanics, die man bei ihm machen kann. Wusstest du, sein Down-Air ist einfach Plus on Shield, wenn man es richtig macht? So, und daraus, und mit dem Leaf-Shield und mit dem Metal Blade gibt es halt so viele komische Interaktionen, die man gar nicht kennt. So. Und jetzt. Genau. Du kannst ja auch zum Beispiel den Leaf Shield, den kannst du ja nicht canceln. Du musst halt, nachdem du den on Shield gehittet hast, bist du minus on Hit, deswegen musst du wegrennen und den dann auf den Gegner werfen. Wenn du aber Metal Blade in der Hand hast, kannst du den, das Item werfen und das Leaf Shield verschwindet einfach. Aber nur wenn du nach oben wirfst. Das ist voll. Das ist halt so voll spezifisch, aber. Genau, er hat halt so viele interessante Mechanics, die man nicht oft sieht. Zusammen mit dem Fakt, dass man Mega Man an sich auch nie sieht. Und so seine krassen Performances und so, wie zum Beispiel Kameme gegen MK Leo bei Evo und so, die sind auch wirklich, die haben halt auch wirklich nur geklappt, weil sie nicht so viel Erfahrung haben. Ist halt so typisch Gimmick-Sachen und so, aber ja, ich meine, Mars hat auch gegen MK Leo gewonnen mit Mega Man. What the fuck, einfach, also. Zu der Frage, ob man Charaktere wechseln kann, ja, das kann man, aber das funktioniert so, dass wenn man die Runde gewonnen hat, muss der Gewinner sagen, ob er seinen Charakter switcht oder nicht. Das heißt, der Verlierer hat da die Möglichkeit zu counterpicken. Der Gewinner hat da nicht die Möglichkeit zu counterpicken, sondern nur der Verlierer. Und es bleibt auch so. Das ist wirklich schön. Nächste Woche mach ich's. Nein, bitte nicht, Alter. Was bitte nicht? Der Box Sonic ist schon gut. Den hast du schon, oder? Nee, das war, ich hab den falsch schon mal gemacht. Ich werde so sieben, das Slip man einfach so verliert mit Abschnitt, der geht so in den Booster, um ihn da abzufallen, weil er. Nein. Guck mal, deswegen gibt es keine besten Summits mehr. Das ist Seeding nach Freunden. Leute, also ein bisschen auch die Scheine legen. Mein Controller? Ich hab den, naja, Tijan. Aber ich hab noch einen, also ich hab den von Tijan. Ja,
Nee, ihr müsst weiter grinden, Digga, was soll das? Zu 8? Digga, oh, stell dir einfach mal vor, du gehst zu Evo und sie sagen, okay, ist 8 das Smash. 8 das Smash, Digga. Die haben den Vorteil, wir nicht, Leute. Ja, die werden in Doubles krass sein bestimmt, ja. Aber das Ding ist, wir griefen uns immer gegenseitig in Doubles, also. Ah, ist mir, also, mache ich halt oft selber in Doubles. Ich weiß aber, wo wir Virtua Smash waren, ich habe mit Slipknot Doubles gespielt und wir haben, das war wirklich ganz am Anfang, ganz am Anfang von und so, wo wir gerade angefangen haben mit Smash. Genau, ich habe mit Slipknot Doubles gespielt und wir mussten gegen Lucky Rino spielen. So die krassesten Doublespiele einfach. Und mittendrin habe ich schon bemerkt, okay, ist vorbei. Ja, einfach aufgegeben. Ich habe einfach 3 gegen 1 gespielt gegen Slipknot. Ich war einfach auf deren Seite. Hab zusammengespielt. Das ist mir bei PPT passiert mit Slipknot. Da haben wir gegen Nice Face und seinen Kumpel gespielt. Damn! Das geht so früh schon. Aber es ist 2-1, okay? Und wir hatten halt gleiche Stocks. Ich dachte, okay, ich schreie ihn an. Ich komme jetzt mit Down B runter. Mit wem? Mit Slipknot. Slipknot, ja. Ich sehe Nice Face Shield und ich sage, ich komme mit Down B. Roll weg. Er hält Shield. Ich treffe Nice Face. Nice Face kriegt raus. Boris hatte 0% und wird von F-Smash von Ike getötet. Bruh. Bei 0% hier? Ach, typisch, typisch Slipknot. Da waren es 12%. Da kommt der Counterpick. Da wurde gerade genommen und schon kommt der Counterpick. Also interessant, weil mit Inkling hatte er ja schon mal 2 Wins und da hat er eigentlich sich schon gut geschlagen, ja. Aber wer weiß, vielleicht ist Pikachu einfach sein Pocket Pick, was halt vielleicht klappen wird, mal schauen. Also um ehrlich zu sein, erfahrte ich nicht, dass so von so Beginnern Pikachu gut ist, aber überraschenderweise ist der Skill Level bei diesem Beginner Summit irgendwie viel höher als erwartet, meiner Meinung nach. So hat man bemerkt einfach. So, ich habe meinen Freunden gesagt, ich glaube, die haben gute Chancen, in den Top 3 zu kommen. Und keiner von denen hat Top 8 geschafft, einfach. Also, ja, auf jeden Fall überschätzt. So. Und mit Pikachu macht er auch schon Pikachu-Stuff auch. Also, das, da merkt man schon, das ist auch wirklich ein Charakter, den er öfter spielt. Keine Ahnung, ob Planta jetzt wirklich dagegen gut ist, aber. Immer reingedasht, Alter. Ich sag, das Niveau ist hier echt krass, aber echt schon höher als bei anderen Beginner Brexit. Mhm. Ich sehe schon, Winners Finals ist Uze gegen Evolt. Und die beiden haben wir meine Chance gegen. Die beiden haben mich on-stream gesehen, also Winners Finals, on-stream auf jeden Fall. Genau, Dr. Go muss noch kommen. Dr. Goat. Und genau, was Leute nicht wissen, ist aber Grand Finals, nach dem Grand Finals, der Gewinner vom Brexit Summit Beginners Edition, der kriegt noch eine Challenge dazu, der muss nämlich danach noch gegen Brexit selber spielen. Und da schaut man dann, wie er sich schlägt, also mal schauen. Also, ich frage mich wirklich, wie die sich schlagen. Du musst, lass auf jeden Fall spielen, ja, ich will noch ein bisschen spielen. Aber die Runde kommentiere ich noch. Aber sonst sieht das noch ziemlich ähnlich aus zu den anderen Games. Also, beide haben noch 2 Stocks. Brexit freut sich jedes Mal über Plant-Interaktionen. Es geht jedes Mal um diese Scheißkugel, so ein goofy Charakter, aber. Also witzig, aber. So früh schon gekillt, ich habe gerade nicht geguckt. Was hat er gekillt da? Ein Backer einfach, okay. Ja. Dieser Backer? Oh, da kriegt er mit F-Smash! Die Neutral Get Upkill, Alter. Schon bei 70% oder so war das, aber hat auch ziemlich lange gecharged. Also schon mega even. Mal schauen, wie krass der Pikachu-Unterschied ist. Vor allem bei
halb Prozenten, so sollte Pikachu eigentlich Probleme haben, da irgendwie Kill zu kriegen. Aber gerade macht Moabit ziemlich gute Arbeit mit der Kugel. So, und einfach Pikachu weg, lässt ihn nicht zurück auf die Stage. Da ist er aber jetzt zurückgekommen und haben jetzt im Prinzip Plätze getauscht. Also, Pop spielt mit Pikachu ziemlich neutral be heavy, so wie man es auch natürlich machen sollte. Aber Moabit weiß auf jeden Fall, wie man dagegen spielt. Er benutzt seine Super Armor dagegen und genau, unterbricht ihn halt mittendrin so. Oh, da kriegt er den starken Hit. Damn. Schalke down wie.